Ist schon eine Weile her, dass Easy mit einer eigenen neuen Strecke rausgekommen ist, aber jetzt ist es mal wieder soweit, nämlich dem Atlanta Motorsport Park, und das schauen wir uns jetzt mal kurz an in einem 6-Runden KI-Rennen. Ich bin André und ihr schaut 3D Racing. So, dann starten wir mal. Wir fahren 6 Runden gegen 10 KI-Gegner auf 95%. Achten jetzt hier auf die grüne Flagge. Ah. Ja, die Strecke insgesamt ziemlich technisch, man muss sich schon sehr konzentrieren. The lap was 1:23.53. Na, immerhin können wir dranbleiben. Ja, sorry, wenn ich ein bisschen wenig sage, aber... Ups. Man muss sich hier wirklich sehr konzentrieren.
glaube, ich werde noch viele, viele Runden brauchen, bis ich den Track hier im Griff habe. Aber ist ja auch gut so. Das ist ja letztendlich auch der Spaß an der ganzen Geschichte. Und an neuen Strecken. Kurz mal anklopfen. Ja, man merkt also bei dem R-Faktor 2 richtig schön, wie sich der Reifen deformiert. Also das spürt man direkt alles in der Lenkung. Das haben die schon wirklich riesig gut gemacht. Das ist im Prinzip auch so das Highlight nach wie vor an R-Faktor 2, ist einfach der super Simulationsteil. Also die Physik, das Reifenmodell, das ist einfach ganz großes Kino. Leider ist das ganze System wohl so kompliziert geworden, dass sich da nicht viele Modder rantrauen oder keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Oh. Also ich hoffe, dass das noch ein ganzes Stück weiterentwickelt wird. Da würde ich mich sehr freuen. Ah, und das war's auch. Na ja, gut, ist ja außerhalb des Rennens. Ja, R-Faktor 2, der Atlanta Motorsport Park und die United Racing Design EGT Mod im Porsche 911. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ja, sehen wir uns vielleicht zum nächsten Video wieder.